Ei, gute Grüße euch. Hof Bergmann 14 im LS22 wieder am Start. Und ja, ich habe mal hier 10 Kaninchenwelpen eingeladen. Und die werden wir dann gleich noch wegbringen. Zuvor wollte ich mir ja noch was bauen. Das machen wir jetzt heute hier endlich mal, damit wir eben demnächst irgendwann die Bäume pflanzen können, was ich ja vermutlich auch diesen Monat noch machen werde. So, und da brauchen wir, jetzt muss ich überlegen, war das unter Tools? Ja, hier. Wir brauchen diese Setzlinge Selbstpflanzen Kiste. Und da habe ich mir gedacht, die könnte man doch super gut einfach hier in die Garage hier oder in die Hütte hier rein. Da müssen wir aber mit V in den freien Modus gehen. So, und stellen die hier hinten an die Wand. Mal, kann ich hier vielleicht noch ein bisschen mit der Kamera anders? Ah, so ist unser Reparaturtrigger ein bisschen im Weg. So sehen wir es doch gut. Also so wäre zu weit hinten. So steht sie noch zugänglich. Vielleicht noch ein klein bisschen rüber hier und das Fenster. Da stellen wir es hin. So. Dann haben wir hier die Kiste. So, und wenn wir jetzt hier einfach hingehen, dann sehen wir Ausrüstung nehmen mit der Taste R. Dann haben wir das in der Hand. Und wir können einfach mit dem Mausrad das dann wieder weglegen und hier eben mit dem Mausrad einfach durchswitchen. Das heißt, wir können dann auch irgendwo hinfahren und so weiter. Es ist nur so, wenn wir das Spiel verlassen, dann wird es wieder zurück in die Box gelegt. Und wir können, wenn wir später noch Setzlinge übrig haben sollten, die auch mit in die Box reinstellen. Und dann müssen wir mal noch gucken. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar Setzlinge. 1000 Euro und da kriegen wir 20 Stück. Und ich möchte Fichte, ja, ich möchte Fichte haben. Wobei wir gucken mal generell durch, was es hier so gibt. Nee, also von denen will ich auf jeden Fall die Fichte da war jetzt. Es wäre noch die Überlegung gewesen, aber ich glaube, die gibt es nur bei denen hier. Wobei ich halt auch nicht genau weiß, inwieweit die vielleicht vorher auch auf einer Map eingearbeitet werden müssen. Ja, weil hier kamen sie auch nicht. Es gab eine Sorte, die auf der Silver Run Forest war. Die, ha, ja, die war noch mal ein bisschen schneller ausgewachsen als die Fichte. Und ich weiß aber auch nicht, ob die Mod mit diesen Setzlingen hier funktioniert. Außerdem 240 Stück ist viel zu viel. Also wir gehen hier hin, Fichte. Kaufen uns einmal, kaufen uns zweimal. So. Und ja, dann fahren wir eben mit dem Auto am Händler vorbei, laden uns das auf. Dann fahren wir hoch zum Streichelzoo, geben dort unsere Kaninchen ab. Und danach ja, können wir dann gucken, dass wir die ersten Setzlinge schon mal platzieren. So, das einmal festgemacht. Anhänger lassen wir dran. Dann können wir nämlich schön die Setzlinge auf den Anhänger draufstellen. Dann haben wir doch heute endlich mal Bäumchen pflanzen. Nachdem ich das schon so lange machen wollte, kommen wir jetzt endlich so weit. Und ich denke mal, wenn wir oben am Hopfengrundstück dann angekommen sind, wo ich die Bäume ja hinsetzen will, bis dahin ist wahrscheinlich auch in der Hopfenverarbeitung wieder Platz. Wir haben ja jetzt noch 3 Reihen, also 1,5 Ernteanhänger voll, die wir noch holen können. Und wenn dann alles durchgerattert ist, dann haben wir unseren finalen Hopfen und ja.
können den Spielstand wegen Reichtum schließen. Nein, so extrem ist es noch nicht, aber wir verdienen schon ordentlich. Und ja, ich habe ja schon gesagt, wir werden uns dann die Brauerei kaufen. Dann schauen wir mal. Es ist auch übrigens, wenn ihr bei der Brauerei nicht so genau wisst, was man da so alles machen muss und so. Es liegt bei der Map auch extra was dabei. Unter Extras müsste das drin sein. Wo ihr sehen könnt, wie das Brauen so abläuft. Und ja, wenn ihr also irgendwo nicht weiter wisst, wie funktioniert das, wie läuft das und so, dann könnt ihr da auch einfach nochmal gucken. So. Ja. So. Dann den auf die andere Seite. Warte mal, bevor ich mir jetzt die andere Palette da runterschubse, setzen wir die hier nochmal ab und ziehen die Gabel ein bisschen zurück, dass die da an der Palette vorne nicht so viel rausguckt. Können wir hier viel besser ranfahren. Ah, wir könnten ein klein bisschen noch weiter hier vorne an die Stirnwand ran. Und dann schaffen wir es vielleicht auch, dass der Spanngurt genau zwischen den Setzlingen durchgeht. Würde ja schöner aussehen. Nein, muss noch was weiter rüber. Ach komm. Er hat doch extra die Gabel ein bisschen zurückgezogen. Ich glaube, so könnte das ganz gut passen. Ja, guck mal, da ist der Spanngurt hier nämlich genau zwischen den Bäumchen noch durch. Haha. Och. Auf was für Kleinheiten der manchmal achten kann, wenn ich nur immer so wäre. Wenn du doch nur immer so wärst. So, gut. Den ab zum Streichel Zoo. Komm ich hier rum? Ja, ja, ach, dicke, dicke, dicke. So, und dann können wir da nämlich das nächste Fleisch machen. Dann wäre ja auch noch das Ding, wir haben dort ja schon fertiges Fleisch auch rumstehen. Das müssten wir vielleicht dann auch später irgendwann mal noch abholen. Das können wir ja auch wieder verkaufen. Das gibt auch wieder alles Geld. Komm, hier stand kein Schild, also darf man hier 100 fahren. Oh, das sah aus, als wäre Hopfen schon wieder deutlich was weg. Und ja, Bienen habe ich, beziehungsweise Bienenhonig habe ich inzwischen auch nochmal die Schleuder einmal geladen. Und ja, jetzt stehen 4 Kisten mit Waben, stehen noch da. Also, wenn die Schleuder durch ist, einmal noch. Und dann haben wir alles, was wir an Waben reingeholt hatten, schon wieder verarbeitet. Läuft also auch ganz gut. Auch das gibt ja wieder jede Menge Geld, wenn wir es dann verkaufen. So. Ja, ich bin zu schnell. Da stand ein Schild. Das heißt, wir sind in einer geschlossenen Ortschaft. Da ist nur 50. Aber ja, guck mal, waren doch quasi 50 hier.
51, 52 ist ja auch noch, das ist ja alles noch Toleranzbereich. Muss er sagen, ich finde, im Spiel ist Geschwindigkeit mit dem Pedal halten sogar noch ein bisschen schwieriger, als es im Real Life ist. Warte mal, fahre ich gerade falsch? Nee, da hinten ist es. Nee, doch. War mir gerade nicht sicher, ob es das da drüben ist, aber nee, das ist die Brauerei, sag ich schon, die Schnapsbrennerei. Waren wir aus dem Ort raus? Stand da ein Schild, dass Ort zu Ende ist? Sind hier noch 50 oder dürfen wir hier schon wieder schneller? Wir dürfen hier ganz schnell abbiegen. So. Uiuiuiui, guck mal, was da an Paletten schon alles rumsteht. Ist ja der Hammer. So, dann bringen wir dem hier die Kiste. Auswählen, alle 10 rüber. Ja. Kiste leer. So, leere Kiste reicht. Einspanngurt, da ist ja dann kein Gewicht mehr drin. So, also der Spawner ist auf jeden Fall auch voll. 600, aber 1000 Stück Rindfleisch. Heißt 1000 Stück? Nee, aber in der Anzeige oben drüber, was in der Fabrik noch drin ist, wird von Kilo ja gesprochen. Das heißt 600 Kilo eine Palette. Also es wäre eine Palette Schweinefleisch, eine Rindfleisch noch komplett da und dann halt angebrochen, ne? Hm. Da haben wir auf jeden Fall. Da muss ich gucken, da müssen wir den Anhänger leer haben, dass wir das dann alles drauf kriegen. Kann ich bei dir? Ja, hier kann ich Produktionsstätte verwalten. Dann müssen wir das hier einmal aktivieren. Dann kriegen wir hier auch noch ein bisschen Kaninchenfleisch dazu. Und ja, da kann man jetzt ja im Moment vielleicht so, dass man jeden zweiten Wurf verkauft, sodass wir eben ein bisschen was noch aufheben, um unseren Bestand zu erhöhen. Und wenn wir dann irgendwann eine ordentliche, stabile Bestandszahl haben, dann alles an Nachwuchs immer. Oder beziehungsweise fast alles hin und wieder können wir ja mal Nachwuchs behalten und dafür Alte wegschicken, damit der Bestand nicht zu alt wird. Aber so in der Art habe ich mir das dann vorgestellt. Kann man da immer wieder mal ein bisschen was wegbringen. So, das Schöne natürlich, wenn wir irgendwann dann mal die Gerberei besitzen, dass wir ja jetzt auch schon die allerersten Tierhäute schon mal zusammen haben. Da müssen wir halt dann gucken, wo wir die lagern, bis wir sie tatsächlich brauchen. Aber könnten wir ja am Hof ins Kühl raus reinstellen. Ich glaube, da stören sie nicht, dass so wirklich was ins Kühl raus einlagern muss ich dort momentan ja eh noch nicht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und ja. Dann mal schauen, da würde ich sagen, nach der Brauerei, das nächste, was wir uns dann kaufen, wird die Gerberei sein. Das wird dort dann mal mit der Arbeit beginnen können. Da freut sich auch der Brodax, weil der ja Leder für sein Ledergeschäft braucht. Dann können wir da den Hamster mit Leder beliefern. So. Boah, das ist schon wieder eine Viertelstunde, die Folge. Wahnsinn. Also die Zeit, die vergeht hier aber auch wie im Flug.
Sissi, hier könnte ich ja eigentlich auch noch mal relativ nah am Weg. So nah muss ich ja an die Reben gar nicht ran. Da könnte ich auch noch mal was machen. Und mal, das ist der Weg, der zu den Reben geht. Und hier hinten, hier ist der Weg, bis zu dem unser Grundstück geht. Stelle ich jetzt mal hier neben auf Nachbarsgrundstück mein Auto ab, sodass der Weg noch frei ist. So. Dann ja, wie gesagt, also könnte man hier auch noch eine Baumreihe ran. Hier müsste man nur gucken, wenn wir die fällen. Hier rüber ist wegen Zaun schlecht, hier rüber wegen den Reben schlecht. Also die müssen wir dann entweder hier in die Richtung oder in die Richtung fallen lassen. Das wäre hier jetzt so die einzige Schwierigkeit, die wir hätten, aber ansonsten könnte man dort auch. Und wie sieht der Hopfenpflücker aus? Ah, ein Anhänger ist schon wieder Platz. Und Schleudervorgang ist auch schon wieder durch. Ratzefatz geht das. Aber ja, dann kann ich ja hier die ersten Setzlinge kann ich schon mal machen. Dann gehen wir jetzt hier an die Setzlingspalette ran und sagen von der Palette nehmen. So, jetzt haben wir 10 Setzlinge geladen. Und ja, muss ja hier nicht so nah an den Wegrand. Da würde ich sagen, hier. Hat er den jetzt gesetzt? Nee. Ah, ich muss länger gedrückt halten. Jetzt ist er gesetzt. Ja, so. Unser erstes Bäumchen. Ah, und guck mal, da sagt er sogar hier, Distanz ist zu klein. Da dürfen wir noch nicht das nächste. So dass wir da auch immer ein bisschen Abstand haben. Und er zählt auch mit, wie viel Abstand wir hier haben. Würde ich sagen, wir machen so immer so 5 Meter, dass die schon ein bisschen Platz dazwischen haben. Grob. Muss jetzt nicht genau. Hier haben wir jetzt 5,13 Meter. Aber dass wir so grob immer 5 Meter Platz dazwischen lassen. Ich finde, das hört sich gut an. Ach, gucke mal. Und das Schöne ist, es ist halt auch nicht kerzengerade in einer Reihe, weil man läuft ja auch nicht kerzengerade. Ich finde, das sieht am Ende viel schöner aus. Klar, wenn du natürlich Riesenmassen an Bäumen pflanzen willst, da ist es maschinell natürlich schon besser. Wobei man auch da sagen muss, wenn man aus Platinum den Bagger nimmt und damit. Da kannst du ja auch den Bagger mal ein bisschen links, rechts oder fährst generell auch nicht jetzt mit GPS die kerzengerade Bahn. Dann sieht es auch schon wieder anders aus, wie wenn du jetzt mit der Setzlingsmaschine und ja, so habe ich das zumindest immer wieder gerne gemacht, die dann mit GPS bedient und ja, dann sind da kerzengerade Reihen nebeneinander. Es ist praktisch, aber nicht schön. So ist es, glaube ich, sehr passend ausgedrückt. So, da. Ah, ist minimal unter 5 Meter, wird aber auch noch gut gehen. Ein Bäumchen haben wir noch, dann müssen wir schon wieder Nachschub holen. So, lalalala. An. Von Palette nehmen und zack, erste Palette weg. Also sieht man ja, geht hier auch noch recht fix alles. Und natürlich spottgünstig. Ich meine, lass mal gucken. Die Setzlinge, klar, die müssen wir so oder so kaufen. Aber wir haben uns jetzt gespart. Die Setzlingsmaschine für 26.000 haben stattdessen einfach nur diese Kiste mit dem Handgerät. Die, was hatte die jetzt gekostet? 3.500? 3.400.
Also ist preislich auf jeden Fall ist ein kleiner Unterschied. Gerade wenn man am Anfang auch noch nicht so viel Geld hat und so, das macht sich schon bemerkbar. Und so kann man dann vielleicht doch auch ein bisschen früher mit Forst schon anfangen, recht günstig. Klar, irgendwie brauchst du noch was zum Transportieren, aber eine Kettensäge für 1000, 3400 zum selber pflanzen. Und ja, dann halt noch irgendwie geguckt, vielleicht hast du einen Anhänger, den du sogar als Rungenanhänger umfunktionieren kannst. Und dann halt noch die Frage, wie krieg ich es drauf? Irgendwie einen Kran oder einen Frontlader oder irgendwas. Ich werde es mit Frontlader machen. Frontlader habe ich ja schon. Das heißt, ich muss dann nur noch gucken, dass ich eine Zange mir für den Frontlader zulege. Und ja, dann halt eben anhängertechnisch. Da muss ich halt natürlich noch gucken. Aber auch da kommt man relativ günstig eigentlich hin. Ich bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht den Fanzelt hole. Weil, gut, ich meine, ich könnte natürlich auch hier von denen was holen. Da haben wir einen Kran dabei. Dann brauche ich nichts für Frontlader. Ja. Andererseits mit Frontlader, gut. Hier bräuchte ich wieder eine Dolly. LKW habe ich noch nicht. Aber das würde wiederum gehen. Ist schon wieder sehr teuer. Oder wir holen uns den ohne Kran. Und dann sind wir gerade mal bei 18. Ist halt auch nicht so mega viel. Den kann man noch ein bisschen ausfahren, wenn man die Stämme ein bisschen länger schneiden will. Oder gegebenenfalls sogar, dass wir uns den im Winter, wenn wir das Holz wegbringen, immer nur mieten, dass wir uns gar nichts kaufen. Wir können ja das Holz vorher schon gucken, dass wir es zurechtsägen und alles. Dass das alles schon schön parat liegt. Mieten uns den und dann halt, ja, dann die Frage halt tatsächlich sogar, wenn wir mieten, mieten wir dann tatsächlich ohne Kran oder mieten man sogar mit Kran, dass wir mit dem sogar mit dem eigenen Kran das aufladen können. Ach, da gibt es wieder so viele Möglichkeiten. Das ist schrecklich. So. Wir brauchen weitere Jetschlinge. Von der Palette nehmen. So, dass wir wieder schneller laufen können. Bis wohin waren wir? Das hier war der letzte. Da würde ich sagen, hier war ja, so etwa zwei Stück. Kann man hier vielleicht noch rein. Und dann gehen wir die Reihe wieder zurück, dass wir nebendran noch ein bisschen was haben. Vor allen Dingen, da wir hier mit der Kurve ja doch ein bisschen näher an die Reben dann rankommen, dass wir uns hier nicht doch am Ende unseren Rangierabstand zubauen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt hier in die Richtung. Da, 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 da. Ja, hier ist jetzt immer schwierig, von welchem Baum misst er, aber ja, setzen wir hier hin. Da, zack, gucke mal. Schön, schön Bäumchen pflanzen. Ich mache mal noch die Taschenlampe an. Dann machen wir mal die Hat aus. Sehe ich jetzt zwar nicht den Abstand, aber können wir da mal ein Bildchen von machen. So. Mal schauen, wie gut man das erkennt. Und hier gibt es auch freier Modus. Freier Modus an, freier Modus aus. Und ich dachte, damit kann ich die vielleicht näher irgendwo dran. Dann lass mal gucken. Ja, wenn wir hier rüber gehen, wir haben keinen Zugang. Ah! Und wenn ich den freien Modus anmache, dann kann ich sogar Bäume pflanzen, wo mir das Grundstück gar nicht gehört. Natürlich die Frage, warum sollte ich das? Weil dann komme ich an die Bäume auch nicht zum Sägen ran, um die später abzuernten.
Aber vielleicht zu dekorativen Zwecken oder so, dass man hier und da mal noch was hinsetzen will, wo man eigentlich nicht hinkommt. Da könnte es dann möglicherweise dann ganz brauchbar sein. Hier setzen wir vors Büschelchen, dass er nicht innen drin. Und hier gehen wir ein bisschen danach. Und dann müssen wir die letzte Ladung Bäume schon holen. Und dann haben wir hier 40 Bäume gepflanzt. Das soll doch mal einer sagen, dass wir heute nicht fleißig gewesen wären in dieser Folge. So. Lalalala. Machen wir hier ein Bäumchen hin. Ich gucke jetzt auch gar nicht mehr so unbedingt auf die Abstandsanzeige. Ich setze das so ein bisschen. Pi mal Daumen. Wie wir gerade lustig sind, wo es so etwa passen könnte. Zack, fünf Bäumchen noch. Und ja, da muss man natürlich überlegen, das nächste Mal, wenn wir dann irgendwo Bäume pflanzen, ob hier 40 Bäume, ob das von der Anzahl ganz okay war oder ob wir mehr brauchen. Am besten wissen wir das Ganze natürlich, wenn wir die 40 hier dann mal alle weggefällt haben und wissen, wie viel wir hier rausgeholt haben. Ach, das war's schon wieder. Gut. Sind wir mit allem durch? So, das scheint mir heute wieder eine etwas längere Folge zu werden. Aber wir fahren jetzt noch zur Hopfenverarbeitung. Ich denke, die Hopfenballen, die machen wir auch mit dem Anhänger hier dann nämlich. Und, hoch, war hier der Weg einfach zu Ende? Tatsache, der geht einfach nur bis hierhin, ist dann zu Ende. Ah, okay. Und ja, wenn wir mit dem Hopfen fertig sind und so weiter, dann müssen wir irgendwann mit dem Fleisch gucken. Bis dahin ist dann auch das Kaninchenfleisch wahrscheinlich durch. Können wir das gleich mitverkaufen? Weil hat er ja erst überlegt, ob ich jetzt direkt von hier wieder zum Streichelzoo fahre und die Paletten abhole, aber nee. Machen wir später. Das machen wir später. Kann ich mit dem hier schon mal beim Hopfen an der Ausgabe rückwärts den Anhänger reinfahren? Ich hoffe, dass wir mit dem Anhänger hier auch gut die Hopfen verladen können. So dass wir die nicht alle mit der Hand immer, weil es sind ja doch schon ein paar geworden. Dass wir die nicht alle mit der Hand verarbeiten müssen, oder verladen müssen. Das wäre schon schön. Ich habe euch ja im Hopfen-Video gezeigt, wie das geht, dass die direkt auf den Anhänger landen, aber ich habe so den einen oder anderen Hinweis bekommen, dass es wohl nicht mit jedem Anhänger so gut funktioniert. Keine Ahnung, ich hatte dann wohl einen Glücksgriff. Ich habe es mit dem einen Anhänger probiert und das hatte gleich gut funktioniert. Also von dem her. So, komm, auffahr. Immer diese Schleicher hier. Ich glaube, auf der Map ist durchgehend Sonntag. Das sind nämlich immer nur Sonntagsfahrer hier. So, dann machen wir hier auf. Das hier ist ja die Fläche, wo die Ballen dann aus dem Lager rauskommen. Und da gehen wir jetzt einfach hin, stellen unseren Anhänger drauf. Ah, ich glaube, das machen wir in der Außenansicht. Da sehen wir es doch ein bisschen besser.
Kann natürlich sein, dass der hier auch ein bisschen zu schmal ist. Werden wir mal sehen. Ich versuche zumindest relativ mittig, also was links-rechts angeht. Wir fahren aber bis hinten an den Poller. Dong. Bis dahin fahren wir. Lichter aus, Motor aus. So, dann gucken wir mal das hier. Können wir schon wieder ausladen. Bisschen minimal war sogar noch drin. So, ach, gucke mal. Ach. Und hier stehen jetzt 6 Stück und es sammelt sich in der Anlage die Ballen. Also irgendwie, ich weiß ja auch nicht. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt hier... Hier war doch irgendwo... Ich Lagermenü öffnen. Da. Ich hole mal zum Einlagern den zurück. Ah, guck mal, jetzt sind auch die letzten wieder mit weg. Vielleicht ist es auch so, dass man den gar nicht dauerhaft hier lassen soll, sondern man wartet, bis das voll ist und fährt den dann rüber und wieder zurück. Weil jetzt fangen die nämlich auch hier an zu stapeln und davor haben sie ja hauptsächlich immer hier neben. Da, was für eine Reihe hier entsteht, ist ja Wahnsinn. Dann lassen wir das nämlich jetzt so erstmal laufen und können später den Ladetrigger dann so wieder rüber. Wir haben 85 Ballen, haben wir hier sogar schon drin. Jetzt ist die Frage, was wird hier drauf passen? Eins, zwei, sagen wir, machen mal einen kleinen Test mit 3 Ballen. Oder, ja, wir machen 6, dass sie schon nebeneinander sind. Guck mal. Wir müssen also doch hier was näher rüberfahren. Wir müssen nicht ganz auf Anschlag, wir könnten noch ein bisschen weiter vor, aber ich würde sagen, mehr als 8 pro Reihe gehen nicht. Mehr als 8 pro Reihe gehen nicht, aber dann tun wir die hier erstmal wieder ins Lager und dann stellen wir den Anhänger nochmal ein bisschen um. So, dann komm mal her. Stellen wir den hier viel weiter rüber, damit das gut geht. So, hinten andotzen und machen jetzt ein ganz kleines Stück nach vorne. So. Und dann sagen wir jetzt 8 Stück bitte einmal rausgeben. Oh, guck mal, da kriegen wir doch sogar 10 hin. Da kriegen wir sogar doch 10 hin. Also, gib mal noch 2. Die macht er jetzt natürlich hier hinten. Die müssen wir einmal von Hand hier nach vorne. So, ja, hier können wir so ein klein bisschen ja noch reinschieben, zumindest die unterste Reihe. Bei den obersten werden wir wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel schieben. Aber dann sieht das unten mit den Spanngurten dann etwas besser aus. Ah, hier war schon ein bisschen weit geschoben. Ah. Ich glaube, auf einer Seite wird es immer ein bisschen... Der Anhänger ist eine kleine Nummer zu schmal. Auf einer Seite wird es immer ein bisschen komisch aussehen. So. Dann 10 Stück. Dann haben wir hier eine Reihe drauf.
Ich würde sagen, das ist auch genug. Mehr als 20 Stück mit einmal mit dem Auto. Ich glaube, das ist zu viel. Machen die Spanngurte drauf. So. Und dann ist das die erste Fuhre, die wir dann wegbringen. 20 Hopfenballen. Also dementsprechend hier seht ihr das ja 10.000 Liter. Massig viel Zeug. Wahnsinn. Und ja. Vorher können wir noch die letzten anderthalb, die letzten, ja, anderthalb Anhänger voll noch rausholen. Und hier bin ich jetzt gespannt, macht er da auch zwei Reihen noch oben drauf? Oder war das nur, als wir den Trigger hier drüben haben, dass er das nur hier drüben gemacht hat? Werden wir dann sehen, oder werde ich zumindest sehen. Denn ich denke, ich werde die Aufnahme hier mal beenden und mal schauen, wann ich dann mit der nächsten Aufnahme starte. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Vergesst nicht, Daumen, Kommentar da zu lassen. Und ja, schreibt doch auch mal gerne, ob ihr auch schon auf der Map hier mit Hopfen gearbeitet habt. Und wenn ja, mit welchem Anhänger bringt ihr die Hopfenballen weg? Ob ihr die nun verkauft oder die Brauerei schon auf euch gehört? Irgendwie muss es Zeugs herüber. Wie macht ihr das? Wäre ja auf jeden Fall interessant, weil vielleicht hole ich mir ja dann auch noch einen anderen Anhänger. Vielleicht sage ich auch ja, das stand in den Kommentaren, das nehme ich auch, das hört sich gut an. Deswegen gerne da mal ein bisschen Feedback geben und ja, dann bis zur nächsten Folge. Alles Gute und ciao, ciao.